Hallo liebe Leute und weiter suchen wir nach den verlorenen Gegenständen in Shy-Guys Spielzeugkiste von Paper Mario. Mal gucken, wo es jetzt eigentlich momentan weitergeht. Ja, bisher sieht es nämlich so aus, als würden wir hier gerade nirgends groß weiterkommen. Weshalb ich mich wirklich frage, wo wir jetzt hin müssen. Weil einen Zug habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich erstmal rausgehen. Wir können ja mal gucken, ob wir diesen Lagerschlüssel schon quasi einsetzen können. Deswegen gehen wir jetzt erstmal. Weil was anderes können wir gerade ja wirklich nicht tun. So, das Lagerhaus war ja... ja, im anderen Teil. Deswegen müssen wir jetzt doch ein bisschen etwas weiter gehen. Endlich hier hin. Dann gucken wir mal, ob dieser Schlüssel hier reinpasst. Nein, er passt nicht. Und von der anderen Seite komme ich ja nicht hin. Dann freue ich mich gerade, wie es nochmal mit dieser Hütte hier war. Okay, dann freue ich mich gerade, wo das Lagerhäuschen ist, wo dieser Schlüssel reinpasst. Habe ich irgendwo ein Lagerhäuschen übersehen? Ich glaube, nee, obwohl. Nee. Oder? Scheiße, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich habe gerade irgendwas im Kopf, aber... ich glaube nicht, dass es dort war. Ich würde dann jetzt hier nochmal gucken wollen. Den Rechner können wir gleich auch nochmal zurückbringen. Wenn wir schon dabei sind. Hier sind nur die beiden Turteltäuschchen. Und hier kann ich ja rein. Verschwinde, du lausiger Scheigei. Ist mir egal, wie überzeugend deine Mario-Verkleidung ist. Du kommst hier nicht rein. Bleib weg von meiner Familie. Papa, du bist so cool. Naja. Dann will uns einfach nicht reinlassen, weil er denkt, wir wären ein Scheigei. Obwohl wir nicht mal annähernd so aussehen wie einer. Na gut, mit der Farbe vielleicht. Na super. Dann bin ich gerade echt nochmal am Überlegen, wo dieser Lagerschlüssel nochmal reinpasst. Wobei... ich glaube, die letzte Möglichkeit, die mir in den Kopf kommt, die müsste passen. Geh mir mal nach ganz links. Halt, ich wollte noch was anderes loswerden. Dann wisst ihr, was in den Rechner gebe ich später ab. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das können wir nachher auch noch machen. Wenn wir das hier alles erledigt haben. Na los, Bombett, lauf! Ein bisschen schneller! So, nämlich will ich hier mal kurz lang gehen. Das hier müsste... nee, das ist der Club, okay. Nee, dann gehen mir jetzt echt die Ideen aus. Wo ist das Lagerhaus? Ich weiß gerade echt nicht mehr. Weil hier haben wir jetzt nur so einen Club. Den Club 64. Der auch dementsprechend so aussieht, weil hier hauptsächlich alte Leute hausen. Aber den schauen wir uns später an. Wir müssen erstmal die Scheigei-Plage loswerden. Aber ich weiß gerade echt nicht mehr, wo ich jetzt in Scheigei-Spielzeugkiste weiterkomme. Ich stehe gerade echt vor der großen Frage. Was habe ich übersehen? Was habe ich verpasst? Oder wo habe ich nicht genau geguckt? Da komme ich nämlich auch noch nicht hin. Ich brauche auf jeden Fall einen Zug. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich den erst finde, wenn ich... hier war ich ja schon. Scheiße! Ich weiß es gerade echt nicht. Ich versuche gerade nebenbei zu überlegen, ob ich wirklich irgendwo noch etwas übersehen habe. Wahrscheinlich schon. Aber ich weiß es gerade echt nicht, wo... genau was übersehen habe. Das ist gerade wirklich ein bisschen blöd. Nein, ich will nicht, Scheigei. Ich will erstmal das Problem lösen, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Dazu muss ich wirklich wahrscheinlich das Lagerhaus finden, welches in Toadtown ist. Aber dieser Schlüssel passt ja nirgendwo rein. Oder muss ich diesen Anti-Guy besiegen? Muss ich das wirklich? Dann würde ich aber wirklich sagen, wechsle ich mal den Partner.
Dann gucke ich mal, ob ich es wirklich nicht schaffe, diesen Anti-Guy loszuwerden, weil ich glaube, das muss ich wirklich machen. Eine andere Möglichkeit wüsste ich jetzt gerade echt nicht. Deswegen, Leute, wagen wir uns einfach mal zu diesem Anti-Guy hin. Und das war jetzt sehr dumm. Ich würde mal sagen, ich fliehe ausnahmsweise vor euch. Ja, würde ich sagen, ist besser. Deswegen, scheiß aufs Geld. Und tschüss. So, jetzt aber. Ja, ich will kämpfen. Ich will trotzdem kämpfen. Na gut, Leute. Wollen wir mal gucken, ob wir es noch hinkriegen. So, als erstes kann ich ja ganz frontal angreifen. Wir wissen ja, wie viel er hat. Deswegen einfach draufhalten. Das war jetzt scheiße. Gut, unsichtbar. Wir müssen uns verstecken. Und daneben. Tja, das war schon mal ein Fehlschlag. Trotzdem ein bisschen blöd. Moment, kann ich den einschläfern? Hilf mir, oh heule Mamar. Yay, wir haben es eingeschläfert. Das ist doch schon mal sehr gut. Jetzt geht's ja an den Kragen. Ich glaube, das sollten wir uns definitiv mal merken. Das könnte nämlich Wunder bewirken. In diesem Kampf. Nur die Scheiße ist, dass ich nicht sehe, wie viele KP dieses Vieh jetzt quasi noch hat. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall wehtut, wenn ich ihn jetzt eine ordentliche Ohrfeige verpasse. So. Naja, von mir aus kannst du jetzt wieder aufstehen. Jetzt will ich dich aber noch weiter beschädigen. Deswegen kriegst du jetzt erstmal noch ein paar Kopfnüsse. Okay, das war jetzt nicht besonders viel, aber trotzdem, ich will jetzt noch Ohrfeigen. Auch wenn ich jetzt Schmerzen einstecken muss. So. Tja, da drehst du dich ganz schön. Okay, das zieht 10 ab. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir lassen es blitzen, oder? Donner! Tja, da bist du schön elektrisch geladen. Aber trotzdem, wir sollen uns nochmal unsichtbar machen. Mal gucken, ob die Strategie wirklich in diesem Kampf jetzt aufgeht. Wenn ich noch einmal Wiegenlied machen könnte, dann könnte es vielleicht klappen. Ich sollte mich vielleicht doch eher darauf konzentrieren, dass ich da auch noch ein bisschen HP abziele. Deswegen machen wir einfach mal den Powersprung. Dann ziehen wir nämlich direkt 6 KP ab. Und erhalten dabei Kopfschmerzen. Na gut, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Ein paar Superpilze habe ich noch, also überleben werde ich es erstmal noch. So. Dann kann ich gleich auf jeden Fall wieder ein Schlaflied singen. Mal gucken, dass das Vieh erstmal noch ein bisschen einschlafen tut. Na, reicht es schon? Nee, nur nicht ganz. Okay, dann muss ich eben drauf hüpfen. Ach Mensch, wenn es klappen würde. Okay. Ich könnte es einschläfern. Also, Wiegenlied. Hoffentlich klappt es auch. Schlafe ein! Yes, es hat wieder geklappt. Tja, jetzt siehst du alt aus. Ich denke mal, das können wir wirklich noch schaffen. Wäre jetzt trotzdem ziemlich praktisch, wenn ich sehen könnte, wie viele KP noch fehlen. Vor allem, dass natürlich diese Schmerzen noch nicht mal wirklich wach wird. Das ist wirklich schon krass. So. Komm schon. Das war jetzt nicht so viel, aber trotzdem, es gibt noch mal eine Ohrfeige. Tja, gleich müssen wir es hoffentlich haben. Wir haben ihn sogar schon, yes! Wir haben den Anti-Guy besiegt und kriegen noch... Wow! Kriegen noch verdoppelte Sternpunkte. 32.
Danke! Danke, Anti-Guy! Das war jetzt wirklich klasse. Was haben wir jetzt dafür gekriegt? Wofür haben wir das jetzt gemacht? Für den Kraft-Plus-Orden. Also immer noch nicht das, was ich eigentlich wollte. Gut, dann können wir hier verschwinden. Scheiße. Da muss ich wirklich erstmal noch mal überlegen, wo ich jetzt weiterkomme. Weil wenn ich jetzt überlege, ich glaube, das bringt jetzt nichts, wenn ich irgendwie die Pfeile hier mache, oder? Nee, ist eigentlich jetzt nur dafür da, dass der Zug in diese Richtung jeweils fährt. Aber viel bringt tut das leider echt nicht. Okay, dann muss ich das Lagerhaus wirklich irgendwie finden. Dann suchen wir mal, würde ich sagen. Irgendwo muss ein Lagerhaus sein, was mit einem Schlüssel öffnenbar ist. Eventuell südlich? Oder Moment, da war ich schon drin. Das ist der Laden. Moment, eventuell hier? Kann ich vielleicht in dein Lager einbrechen? Ah, sieh an. Tut mir leid, dass ich das mache. Aber es ist wichtig. Mario. Bitte geh nicht ohne meine Erlaubnis in den Lagerraum. Wie? Hey, du hast meinen Lagerschlüssel zurückgebracht. Oh, ich danke dir vielmals. Du hast mein Geschäft gerettet. Weißt du was? Nimm dir einfach alles, was du brauchst, aus meinem Lagerraum. Das ist nur ein kleines Dankeschön dafür, dass du meinen Lagerschlüssel wieder beschafft hast. Oh, vielen Dank. Sieh an, was haben wir denn hier? Wir haben die Spielzeugbahn erhalten. Leute, wir haben es gefunden und wir halten hier noch ein paar Sachen. Die nehmen wir alle mal mit. Scheiße, wir haben keinen Platz mehr. Ah, ich würde mal sagen, ich trenne mich vom Honigsirup. Den wollen wir nämlich gerade nicht. So, vielen Dank für die Sachen aus dem Lager. Das ist gut bei uns. Wobei, wir können jetzt auch hier noch ein paar Sachen lagern. Ich denke mal, da werden wir die Backmischung lagern. Ja, ich möchte noch was lagern. Noch eine Backmischung. Die Feuerblume brauchen wir nicht. Und das Schwirrware. So, ich denke mal, das reicht. Den Rest nehmen wir mit. Und dann gehen wir jetzt wieder in die Spielzeugkiste rein. Ja, diese Mütze ist auch schon genial. Das ist eine Felsmütze, keine Metallmütze. Nee, ist keine Referenz an Mario 64, glaube ich. Wobei die Mütze wirklich schon gewisse Ähnlichkeit hat. Muss man ja sagen. Okay, Leute, jetzt wo wir die Spielzeugbahn haben, müssen wir allerdings jetzt nicht direkt in die Spielzeugkiste springen, sondern Folgendes tun. Nämlich, wir müssen uns hier vor diese Kiste stellen und dann können wir sie reinschmeißen. Zack. Und schon kommt sie aus heiterem Himmel. Da habt ihr eure Bahn. Und das verlangt auf jeden Fall ein Dankeschön. Aber jetzt können wir endlich wenigstens hier weiter. So. Bevor wir weitergehen, auf jeden Fall das Ganze speichern. Vor allem den Kampf gegen den Anti-Guy. Das muss festgehalten werden. Na gut, jetzt können wir endlich abfahren. Wir sollten auch natürlich die Richtung festlegen. So. Juhu, wir sind wieder im Geschäft. Dieser Zug fiel vom Himmel und landete genau auf unseren Schienen. Der Personenverkehr ist wieder in Betrieb. Bitte benutze die Schalter vor jeder Haltestelle, um die Fahrtrichtung des Zuges zu bestimmen. Habe ich gerade. Weißt du nun, in welche Richtung du fahren willst? Sag mir bitte nochmals Bescheid, wenn du dir sicher bist. Alles einsteigen! Okay, also muss ich nochmal mit dir reden. Alles klar. Wohin möchtest du fahren? Pinker Bahnhof. Warum muss denn der Bahnhof gerade so einen Namen haben? Wir fahren los. Alles einsteigen. Ich finde ja, dieser Zug sollte geölt werden. Ja, man muss auch bedenken, es ist ein Spielzeugzug. Aber immerhin ein schöner Mechanismus. Nächste Haltestelle, Pinker Bahnhof. Pinker Bahnhof. Mal schauen, wie pink da wirklich ist. Und wir sind da. Ankunft Pinker Bahnhof. Willkommen am Pinken Bahnhof. Ja, hoffentlich gibt es ja auch wenigstens Pinke Toads. Eben sind ein paar Scheigers mit einer Bratpfanne rechts lang gelaufen. Ich wette, dass sie die Bratpfanne jemand gestohlen haben. Und ganz sicher wollen sie damit kein Essen zubereiten. Bist du sicher? Scheigers sind so unausstehlich.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie Essen damit machen wollen. Vielleicht nicht ganz so lecker wie von Omelette. Aber doch, ich denke mal, daraus könnten sie schon was Nettes zaubern. Aber wisst ihr was, Leute? Wir werden diesen Scheiger im nächsten Part mal aufsuchen und gucken, ob wir ihn finden. Deswegen bis dahin, auf Wiedersehen.